meine Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. Oh, das bewegt sich, Alter. Ich dachte gerade, ich habe irgendwie gerade so ein Trauma hier. So, pass auf, Leute. 9,2% abgeschlossen. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir aufgehört hatten, aber war es gar nicht so lange her, wo ich gespielt habe, ne? Also, legen wir los. Natürlich müsst ihr jetzt Ladebildschirm-Ding erstmal sehen, natürlich. Ja? Weil ich das ja einfach mit euch zusammen mache. Ja, ihr seht, was ich tue in diesem Spiel. Spiel Story fortsetzen. So, also, wir wurden aus dem Dings rauskatapultiert. Ja, da waren wir beim letzten Mal tatsächlich schon gewesen. Also hat er doch ein bisschen später gespeichert. Kein Problem. Jaha, ist ja gut. Weiß jetzt nicht, wofür er mir das die ganze Zeit zeigen muss. Warten. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? So, wie war das noch? Mal sehen, ob ich reinkomme. War irgendwie mit Alt und F, ne? Warum macht er das jetzt nicht? Ja, du bist doch schon da, Junge. Mach das doch einfach. Sehr gut. So, jetzt können wir hier wieder laufen. Was? Okay, hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Aber vielleicht erstmal die Leute holen, oder? Der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Sind wir schon so krank mit unserer Lebenseinstellung hier? So. Frachtluke auf. Sieht aber auch merkwürdig aus. Super beleuchtet hier alles, ne? Lass mal hier. Ne, die kann man irgendwo hinhängen. Das Atmen fällt immer schwerer. Ja, dann halt Wie die Luft an. Noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Scheiße, Isaac. Kommen Sie zur Tür. Ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. Ja, ich arbeite so, doch gerade dran. Kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Ja, dann los. Ja. Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten. Ich sehe nach. Okay. Bitte sehr. Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Jawohl, Sir. Was ging hier bloß vor auf diesem Schiff? Was ist er denn? Hallo, Freunde, Freunde. Egal. So, waren wir zu dritt im Weltall? Das habe ich gar nicht mitgekriegt irgendwie. Das ist mir irgendwie in Gang. Drücke bla, um das Inventarmenü aufzurufen. Genau. Bla bla bla. Haben wir gemacht. Sehr gut. Das haben wir ja, das kennen wir schon alles. So. Ach, ficken. Nun komm. Wo müssen wir hin? Sag es, Junge. Alles klar, da Alex. Was ist denn das Feindes? Tesla-Kern. Ja, mach auf. Ja, was? Wollte gerade sagen, hier. Mach mal, hier ist eine Faxen hier. Hört sich an, als würde hier irgendjemand noch leben. Aber nur wer? Gibt es Überlebende auf dem Schiff? Oder sind sie alle geholt worden? Vom Tod. Und waren dann wieder untot. Weil dann sind sie tot und tot. Was ist denn das? Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Schott geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Sieht so ein bisschen aus wie die Ishimura. Ishimura hieß die, glaube ich, ne? Finde ich. So ein bisschen, aber Dinger sagten ja, das soll ja bummelig 200 Jahre alt sein. Ja, weißt du, wie alt die Ishimura war. Aber die, wenn die Kälte schlafen, funktioniert das alles mit Kälteschlaf? Bei denen? Wenn die so schlafen? So wie in jedem Science-Fiction-Film. Energiezellen mit Chinese einsetzen und entfernen. Aber erstmal. Ja, denn. Los, kann ich dich nicht. Ist gesperrt. Gesperrt ist das. Ist das. Ah, guck mal hier, eine Leiter. Ist das eine English Letter? Ah, ne, guck mal hier, da. Da. Hey!
Oh, bitte. Saug dich rein, Digga. Da geht er. Was haben wir jetzt hier öffnet? Da hinten haben wir hier öffnet. Das war's. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Okay. Aber baue und modifiziere die Waffe an der Bank. Aber brauchen wir nicht dazu wieder irgendwelche Energieknoten? Bench. Tesla-Kern. Ah, wir brauchen jetzt Tesla-Kerne. Schwarzer Standmatt. Okay. Ja, eh weiter. Ja, benutze bla. Benutze das Menü Waffen-Upgrades um den Waffen. Okay. Benutze das Objekten, Herstellen, Ressourcen, Munition, Erste-Hilfe-Paket herzustellen. Benutze das Safe, um den Gelegenheit der Waffe findest in jedem Teil und verkaufen und in deinem Inventar. Okay. Das ist unser Ballermann, ne? Was ist dein unteres Tool? Wie kann ich denn navigieren? Jede Waffe hat ein oberes Tool, kombiniert Tools und Spitzen einer Art des Schusses. Eh weiter für überspringen. Die meisten Waffen haben Platz für untere Tools, Ziele, Tools abfeuern. Benutze verschiedene Kategorien Waffenteile auszuwählen. Alles klar. Was? Okay, jetzt, was ist denn das? Pläne. Baue und modifiziere. Bams. Wir haben den Cutter. Oder die Maschinenpistole. Lass uns mal die Maschinenpistole ein bisschen aufpeppen. Ich bin ja froh, dass wir gleich am Anfang die Maschinenpistole haben. Untere Toolspitzen. Kompakte Standardmaschinenpistole. Nichts ausgewählt. Nichts ausgewählt. Okay, aber ich möchte gerne, dass sie mehr Aua macht. Untere, obere. Untere. Ich komme auf das. Platine. T-Plan erstellen und fertig. Geh weiter. Aha, und nun? Kann ich gar nicht, wat? Du hast schon diesen Plan. Ah ja? Ah. Keine Erweiterung. Neue Erweiterung herstellen. Zielfernrohr. Und das kann ich nicht, warum? Ich möchte das aber gerne machen können. Wolfram. Halbleiter, alles klar. Also haben wir noch viel zu tun. Und hier können wir wohl nichts aufpimpen, wat? Warte. Huch! Upgrade. Oberes Tool. Platine anbringen. Nachladen Schadenen. Neue Platine herstellen. Schadenen. Okay, und jetzt? Herstellen nicht möglich, keine Ressourcen. Habe ich die jetzt verbessert? Ich weiß nicht. Was? Ja. Schaden hinzufügen. Neue Platine hier stehlen? Können wir nicht, weil... Ah, gut, okay. Wir haben dafür kein Dings. Also Schaden funktioniert nicht. Nachladen? Allein schon nachladen. Das ist doch eine Sache von sich selber, ne? Geht nicht. Geht nicht. Feuer. Raid. Geht nicht. Clip hinzufügen. Geht nicht. Okay, dann müssen wir gucken, dass wir mal die andere Flinte hier nehmen hier. Okay. Lass mal gucken. Keine Erweiterung. Neue Erweiterung herstellen. Ja, wir können hier nichts machen. Komm, wir haben hier nicht genügend Müll eingesammelt. So. So, wir können... Was ist denn da oben los? Lass mal oben hin hier. Kann ich da hoch? Isaac, dein Popo. Dein Popo ist an Ort. Ich muss gerne an der More. Man sollte sich vielleicht auch mal lesen, was man einsammelt. Nichts. Halbleiter. Das sind so diese ganzen Utensilien, die wir brauchen, um irgendwelchen coolen Shit zu basteln. Da drüben auch noch irgendwas? Ja komm, Isaac. Muss ich jetzt schon erzählen, was du machen musst, wa? La. Ah, schade, ich war in der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwelchen Item-Shit finden, aber nö. Gut, das war's. Sieht schon nice aus, ne? Das ist echt auch ein Bild, ey, Wahnsinn. Fede Jötter. Alles klar, lass uns weiter. Okay. Öffnen? Ja, unbedingt. Alter, was für ein Tor, wa?
Echt jetzt? Und hier liegt ein Kaffeebecherchen. Hä? Bleib da. Immer diese scheiß Schleusenluken hier, das nervt so ein bisschen. Was? Habt ihr jetzt das in Frösche? Alter! Was ist denn das verdammt nochmal? Ein Coupon! Ein Coupon! Ein Coupon! Ein Coupon! Oh Gott, komm! Ja, bitte nicht so schnell! Nein, 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 nein! Lebt ja nur noch! Zerstückel sie, Leute, Isaac! Wir stecken in der Scheiße! Ach, was? Ich bin gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Haben sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Ja. Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Rücken die Ihnen auf die Pelle, schießen Sie auf die Extremität. Verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja. Okay, okay. Da war es nichts drin. Auf die Extremitäten. Hallo. Sehr dunkel das Spiel, ne? Halbleiter. Halbeiter. Was? Ein Kino! Ach, was? Oh, da sind sie wieder. Jetzt weichen wir schon aus, was? Wie die an den Decken hängen. Hey, noch mehr an den Decken? Der weicht aus! Ah! Oh Gott! Alter! Halbleiter! Ne, die gehen nicht kaputt. Die müssen leuchten, ne? Ein Kino! Ja, das. Und wofür denn diese Dinge? Also das ist bestimmt so ein Vorlesungssaal oder was, ne? Ich glaube nicht, dass es ein Kino ist. Was ist denn das? Was ist das? Okay. Er hängt so rum. Eieieiei. Eieiei. Voll. Oh. Oh, scheiße. Die machen alle aus. Mit dem. Ja. Yeah. Okay. Safe. Seid ihr auch alle schön tot, ja? Na, dann ist ja gut. Ah! Alter, ich bin zu alt für so etwas, ne? Eieiei. Okay, da links. Sie kommen von überall her. Feuer! Feuer! Ich sagte Feuer! Isaac! Wo zum Teufel sind Sie? Was an der Übergangsröhre? Es kommen immer mehr! Sir, uns geht langsam die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade! Halten Sie sie noch etwas auf! Ich muss aber sagen, dass diese Monster hier tatsächlich schwerer zu besiegen sind als im ersten Teil.
Die sind schneller, bewegen sich intelligenter, weichen aus und so alles. Also das ist schon echt heftig, ne? So richtig so richtig apokalypsenmäßig, Alter, ehrlich. Das sollte reichen. So, zerstückelt. Plasma-Cutter. Hey! Aufs Maul. Wieso war nichts drin? Halbeiter. Okay. Jetzt soll ich da durch den Raum fliegen, wa? Fortschritt wird geschehen. Kann ich das nicht? Muss ich längs? Ah ja. Warning, Schwerelosigkeit. Ja, war mir schon klar. Aber wie geht das denn hier bei dem Spiel? Wie mache ich das denn hier? Stand da irgendwas zu, wie ich das machen kann? Zero Gravity Zone. Warte mal, so jetzt muss ich mal gucken. Wie mache ich denn diese Gravity Steuerung? Achse, Mausempfindlichkeit, Steuerung ändern. So, Zielmodus, blub, 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 blub. Waffenslot, TK-Module, bla. Es ist alles. Schießen, nachladen. Hä? Achso, Waffen. Grundlegende Steuerung, Waffen. Grundlegende Steuerung, rückwärts, seitwärts, bla, bla, bla. Aktivieren, blub, blub. Sprinten, Hechtrolle, STG. Ducken, kann man sich auch. Stampfen. Zero-G-Sprung, Alt und Alt, Alt-Rechts. Wie soll ich denn hier mit Alt-Rechts drücken? Reicht denn nicht Alt? Ach so, alt ist das. Das war bei uns immer anders, ne? Ja, alles klar. Ja, ja, ja. Ach, das ist ja viel geiler so. Alter. Die sind hässlich. Ich schwöre noch tausendmal hässlicher als im ersten Teil. Aber fast niedlich. Das war bestimmt mein Hund oder sowas in der Art. Piu, 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 piu. Oh, nein, der schießt auf. Aha, das ist ja eine neue Arme. So, so geil dat. So Mopi dat. Keine Arme, keine Kekse, Junge. Boah, ist der geplatzt, Digga. Das ist cool. Das finde ich wirklich geil. Hör auf. Was Credits? Ne, Munitionsclip. Textlog gefunden. Spielen zum Abspielen. Ja, ach so. Verziehen Sie mit meiner Lehrposition oder verfehlen alle, machen Sie die gesamte Hundestaffel. Oh, Hundestaffel. Deswegen, ne? Ja, ja, Hunde, okay. Ja, alles klar. Haben wir durchgelesen. So. Die Animation, wie er hochklettert, wie sich denn das alles so her shakt, ne? Finde ich ziemlich nice. Ja? Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Ja. Ja, ich bin hier. Das sollte sie erstmal aufhalten. Gut, das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Okay. So mog wieder, Jungs. So mog wieder. Was? Details. Stromzufuhr des Schiffes wiederherstellen. Das wollen wir. Jo. Ash Round
Roanoke. Das ist doch diese. Ja, das sieht aus wie der Hauptgenerator. Ja, wollen wir nicht einfach mal das Ding jetzt anmachen, oder? Ja, hau rein, Junge. Ach so, das war nur... Eins, zwei... Ja. Ja, ja, du mich auch. Soll ich hier lesen oder soll ich hier bauen, was? Hä? Mach den Generator wieder an. Nein, du sollst den Generator wieder anmachen. Ich check das gerade immer voll nicht, ey. Die Konsole geht nicht? Muss ich mir den Scheiß jetzt nochmal durchlesen? Oder? Mission. Achso, das ist es. Das sieht aus wie das Hauptgenerator von der Roanoke. Wenn ich ihn einschalte, sollte die Aufzüge Übergangsströme mit dem gesamten Schiff Energie versorgen. Ja, das ist doch gut. Ja, aber dann. Ja. Ja. Ja, dann mach den doch an jetzt. Habe ich irgendwas, was ich denn. Habe ich ein Reparaturdingens, damit ich den anbumsen kann? Was weiß ich? Gib. Ja. Gibt es denn dafür irgendwas, was man da machen kann? Ja, du Ding! Das ist die russische Variante. Aber warum kann man nicht einfach E drücken und das Ding geht an, ne? Weil ich hier solche Zauberkram machen muss. Na, ja, vielleicht kommst du jetzt mal darauf. Okay, das hat geklappt. Da ist schon mal ein bisschen Strom am Stüssel. Jede Wette, da kommen gleich noch böse kleine Monsterchen. Ich dachte, musst du, weißt du? Aber nein, man muss ja immer alles so machen. Sonst wäre es ja nicht Dead Space. Was? Alter! Lass das sehen. Au, ist an? Nee. Kann ich jetzt hier... Nö. 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 Okay, das war jetzt die Zündung. Hat wohl nicht gereicht, was? Oder was? Müssen wir bei 1 anfangen, was? Das ist eine Lauferei. Ah, da ist die 1. Ja! Okay, der Lüpptümer. Alles klar soweit, Jungs? Na, ist nicht schlimm, ne? Wir haben uns wieder vertragen, ne? Was war das? Hä? Okay, nichts. Einfach nichts. Das war nichts. Das war nichts. Und nichts ist ziemlich gut. Erzähl mir mal bitte, wie du mit ohne nur mit einem Mann gehst. Mit einem Bein läuft. Wie ist der gerade mit einem Bein losgelaufen? Wie soll das funktionieren?
Okay. Können wir hier ein bisschen an den Generator jetzt rumpupeln? Ne? Aktivieren? Ja, definitiv. Hey, wir haben Saft. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Gern geschehen. Rosen, Lok, Sie bleiben hier. Isaac, Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die Häftlingsschulde sind. Okay. Da oben. Warte, nachladen. Hässliche Viecher. So, das war's mir nochmal im Bett. Mach auf die Tür. Auch so rottig hier alles, ne? Naja gut, wenn das Ding 200 Jahre hier lebt, ist ja eine Sache, ne? Aber 200 Jahre? Ernsthaft? Das ganze Ding hier funktioniert noch? Gibt es in Alt kein Rost? Ich meine, Eis gibt es da ja. Vielleicht setzt ja der Metall ja auch Rost an. Hm? Nachdenken. Deswegen sollte der Strom ja auch nicht mehr funktionieren. Hallo! Okay. Du hast es gefunden. Oh, Ellie, Baby. Sag dir, Junge. Ich dachte, das war unser Baby. Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Wer? Ja, das ist er. Isaac Clark. Es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos. Unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn Sie wirklich das Markerscript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir Ach so. Gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und ich los. Darf das alleine machen, ja? Genau, alles klar. Meine Crew. Und ich mehr als ich. Tja, Isaac, du hast immer die Arschkarte gezogen, wa? Noch mehr Shit, noch mehr Shit, noch mehr Shit, 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 Shit. Hallo. Kaffee wäre nicht schlecht, aber ich mache mir gleich selber einen. Einen mache ich selber. Ich mache es mir gleich selber. Nur, dass man sich das selber macht, dann kriegt man es gemacht. So, was machen wir jetzt? Machen wir hier den Vogel? Können wir da was machen hier? Untere Platine, obere Platine, leck mich am Arsch, Platine. Ja, stell hier. Yay! Motivationssammler. Was? Und kann ich nicht was Cooleres bauen oder so? Weiß nicht, irgendwas extrem Geiles oder so? Geht das nicht? Ja, hier, sowas. Das würde ich ja. Das würde ich geil finden. Das tippt ja aber nicht. Okay. Was haben wir? Munitionssammler? Was ist das denn? Sammelt automatisch Munition in der Nähe ein. Ja, warum nicht, ne? Herstellen. Und ausrüsten. Hab ich? Ja! Okay. Hab ich das jetzt oder nicht? Ja, hab ich. Cool. Aber hier will ich auch irgendwas Cooles gerne machen. Ich hab aber nix. Was Schaden und sowas finde ich irgendwie ziemlich wichtig, also. Oh, warte mal, ich bin nicht, gar nicht fertig. Knapp bei Kasse. Ach, jetzt doktert er da so rum, alles klar. So, warte mal. Nee, den wollen wir mucken. So. Keine Erweiterung. Können wir was herstellen? Nö. Ein Zielfernrohr für den Plasma-Cutter? Ich schwöre, das ist das Geilste, wovon ich jemals gehört habe. Neue Platine herstellen. Geht nichts. Ich kann nichts herstellen, Platine. Oh! Naja. Das Anwählen ist natürlich kacke. Man müsste denn direkt. Piu, piu, piu. Hat das alles eingesammelt? Nee. Plasma-Markern?
Okay. Okay. Die sind lang. Oder machen wir Chico für die Runde? Nein. Obwohl doch, liebe Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Tschö mit Ö, Schau mit V, Küssen aufs Nüssen, Rötzchen aufs Vögelchen. Tschüss!